Frühsommer 2016. Auf einem kleinen Flughafen in Deutschland. Das ist sie. Schauen wir uns jetzt mal an, die Kiste. Das ist Ruben Neugebauer. Und diese Kiste gehört seit neuestem der Sea-Watch, einem Verein zur Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer. Wir haben hier ein Raketenrettungsgerät. Das ist quasi eine Rakete, die dahinter diesen Rettungsschirm durch die Öffnung da oben rausschießt. Und das hängt dann an dieser Leine. Da reißt dann hier oben die Verkleidung zwar aus, aber dann hängt nachher das ganze Flugzeug an einem Fallschirm dran. Falls irgendwas jetzt richtig schief geht, haben wir da einfach nochmal eine Lebensversicherung. Mit diesem Flieger will der frisch gebackene Pilot über die Alpen an die Küste Libyens, um dort Flüchtlingsboote aufzuspüren und das Schiff Sea-Watch bei seinen Rettungseinsätzen aus der Luft zu unterstützen. Malta, 100 Kilometer südlich von Sizilien. Wir müssen jetzt darauf achten, dass der gleich entweder senkrecht hochgeht oder noch ein Stück nach vorne geht. Ganz wichtig ist, alle sind total konzentriert, weil wenn das Ding ins Schwingen kommt, wird es richtig gefährlich. Die Crew der Sea-Watch trifft die letzten Vorbereitungen. Janek, komm noch ein bisschen nach Steuerbord. 2 Wochen wird ihr Turn dauern. Mit der Sea-Watch wollen sie Flüchtlinge in Seenot aufspüren und retten. Okay, clockwise. Schon im letzten Jahr haben die ehrenamtlichen Helfer und ihr Einsatzleiter Ingo Wirth mit einem alten Kutter viele Menschenleben gerettet. Spendengelder ermöglichten nun den Kauf eines neuen und seetauglicheren Schiffes, der Sea-Watch 2. Wir haben mit diesem Schiff die Möglichkeit, mehr Crew auf dem Wasser zu haben. Dadurch sind wir einsatzstabiler, über längere Zeiträume einsatzstabiler. Wir haben deutlich bessere Technik. Wir können uns endlich vernünftig verpflegen. Wir haben genug Wasservorrat. Wir haben dreifachen Dieselvorrat. Also von daher sind wir deutlich besser. Valletta, good afternoon. The Sea-Watch 2. It is our intention to head for open water. Bis in 2 Wochen! Ein neues Schiff, eine größere Crew von Technikern, Ärzten und Helfern. Aus der einst chaotischen Truppe ist im 2. Jahr ihres Bestehens eine fast erwachsene Hilfsorganisation geworden. Unter Deck gibt es jetzt auch einen medizinischen Behandlungsraum. Die Medizinstudentin Ruby Hartbrich und der Arzt Robel Haile Mariam waren schon mehrmals mit an Bord. Das Motiv für ihr Engagement klingt so. Das ist ein Ausdruck von Nächstenliebe, dass man einfach niemanden so brutal ertrinken lässt. Und es macht mich richtig wütend, wenn Leute schreiben, lass die Leute, wo sie herkommen. Ich meine, jeder hat das Recht, irgendwie dahin zu gehen, wo Sicherheit herrscht. Das würden wir alle so machen. Auch, ich meine, klar, auch alle, die jetzt die AfD wählen oder ähnliche Richtungen, die würden auch fliehen. Niemand bleibt natürlich da, wo man stirbt. Ich meine, dazu ist irgendwie der Lebenswille auch zu groß von jedem. Robels Eltern stammen aus Eritrea, einem der Herkunftsländer vieler Flüchtlinge. Wenn jemand vor Krieg und Verfolgung flieht, darauf haben wir uns mal geeinigt, dass diesen Menschen geholfen wird. Und deswegen verstehe ich nicht, dass man jetzt auf einmal davon nichts mehr wissen möchte. Auch Ruben Neugebauer rüstet sich für den Start. Richtung Afrika. Da. Das ist eine Checkliste. Die ist aber auch eh für den Arsch, aber ich habe sie im Kopf für das Flugzeug. Weil ich habe gerade in der Ausbildung jedes Mal die komplette Vorflugkontrolle gemacht. Da weiß ich noch, was passiert. Ruben besitzt den Flugschein seit genau einer Woche. Seine Maschine gleicht einer Nussschale mit Flügeln. Ja, da fühlt man sich so ein bisschen zurückversetzt in die Pionierarbeit der Fliegerei. Aber das ist ja auch ein bisschen Pionierarbeit, was wir machen da auf dem Mittelmeer. Ich habe gerade meinen Flugschein gemacht, speziell
um jetzt auf dem Mittelmeer dann nach Booten in Seenot suchen zu können. Ich fliege schon seit mehreren Jahren Gleitschirm und Motorschirm auch. Also so ein bisschen Affinität zur Luft war immer schon da. Und mit der Kiste probieren wir das jetzt einfach aus und hoffen, dass wir da unseren Beitrag leisten können. Ruben kommt aus Schwaben, aus gutbürgerlichen Verhältnissen. Auch er weiß, warum er sich engagiert. Das waren die fetten Jahre, in denen ich groß geworden bin. So. Und, ich habe dafür nichts getan. Und dann frage ich mich halt auch, mit welchem Recht ich mir das rausnehmen soll, zu sagen, für mich soll das alles da sein, aber für andere nicht. Und andere lasse ich nicht rein, weil letztendlich ist es reiner Zufall, dass ich in Deutschland geboren bin. Die Sea-Watch 2 hat ihr Zielgebiet vor Libyen erreicht. Die See ist rau. Die Crew wurde kurz vor dieser Mission neu zusammengestellt. Einige haben schon Einsätze hinter sich. Doch auch die Neulinge müssen lernen, mit dem 750 Kilogramm schweren Schnellboot umzugehen. Wir haben so einen Meter, anderthalb Meter Welle. Das heißt, das Schiff ist auch in Bewegung. Das ist jetzt ganz spannend. Aber für uns ist eine gute Gelegenheit, jetzt mal das unter Einsatzbedingungen zu üben, die durchaus vorkommen. Mit den Schnellbooten sollen bei den Einsätzen die Flüchtlinge erst versorgt werden. Vor allem mit Rettungswesten. Schön festhalten, hat die Mutti gesagt. Bei solchem Seegang Flüchtlinge zu retten, kann auch die Helfer in Gefahr bringen. Ja, so ein bisschen Rodeo reiten, ne? Ich hab mir auch mega die Fresse gehauen, dann umgedreht. Wenn wir anderthalb Meter Welle, zweieinhalb Meter, zwei Meter Welle haben, werden wir den Einsatz genauso fahren müssen, wie wir es tun. Ich fand es anspruchsvoll. Bei so einem Wetter muss es jemand sein, der es kann. Wind und Wellen werden stärker. Die Sea-Watch weicht der Schlechtwetterzone aus. Am nächsten Morgen hat sich das Wetter beruhigt. Und schon tauchen die ersten Flüchtlingsboote am Horizont auf. Zweites Boot da hinten. Da ist noch eins. Es werden noch mehr. Wenn ich es richtig verstanden habe, wir haben vier Boote um uns rum. Vier Boote sind ungefähr 500 Leute. Das ist total normal, Adrenalin bei allen steigt. Aber es gibt null Grund irgendwie zur Aufregung. So, und das, was wir jetzt machen, das haben wir schon zigmal gemacht. Ja? Alle fertig machen, Helme, Handschuhe und so weiter. Ja, das ist leicht. Man weiß ja nie, was einen erwartet. Ich erinnere mich vom letzten Mal, dass die Atmosphäre an Bord total ruhig war. Es hat niemand gesprochen, es war so eine ganz heilige Stille. Ich glaube, die Leute sind prinzipiell alle traumatisiert irgendwo und kommen gerade von Tripolis, also gerade aus irgendeinem Gefangenenlager oder was auch immer, und verstehen die Lage gar nicht. Hoffentlich ist keiner im Wasser. Beide Schnellboote machen sich auf den Weg zu den Flüchtlingen. Good morning! Please stay calm. Stay calm, okay? We are from Germany. We are here to help you, okay? We will provide help and rescue for everybody. Die Crew verteilt Rettungswesten. Das Boot ist völlig überfüllt. Okay. Die Flüchtlinge sagen, dass sie den Motor nicht steuern können. Der Steuermann sei wohl fraglich über Bord gegangen. Ganz genau konnte ich das noch nicht eruieren. Es wäre deutlich leichter, wenn sich die Sea-Watch annähern würde und wir das Ganze hier so ein bisschen buxieren und stabilisieren. Ist das so in Ordnung für euch und verstanden? Over? Ja, das ist ein wunderbarer Vorschlag. Genau so machen wir das. Insgesamt befinden sich rund 500 Menschen in Seenot.
Sie alle müssen beruhigt werden, verstehen, dass nun Hilfe naht. Okay. Good morning. Just relax, you are safe, okay? Okay. You, mom and hey, stop. Please stop. This is home. This is home. Die Menschen machen einen guten Eindruck. Wir haben eine Frau an der Front, die weint. Und Kinder an Bord. Wie viele Kinder? Ich sehe gerade drei. Dieses Boot ist im Vergleich zu den bisher gefundenen nicht überfüllt. Niemand muss seitlich auf den Schläuchen sitzen. Warum das so ist, ob diese Flüchtlinge mehr Geld zahlen für den Trip übers Mittelmeer, keiner wird darüber mit den Sea-Watch-Helfern sprechen wollen. Wir müssen erstmal wegkommen. Das müssen wir hier nur in der Mitte festknoten. Wir müssen mittig bleiben. Scheiße. Aber dass Boote heutzutage halb voll losfahren, das finde ich erstaunlich. Alle haben keinen Steuermann. Keiner weiß, wie der Motor zu bedienen ist. Angeblich ist der Steuermann über Bord gegangen. Die sind ziemlich genau gebrieft worden, um da nicht, also verständlicherweise, um da nicht am Arsch gekriegt zu werden. 2 Stunden später. Ein Schiff von Ärzte ohne Grenzen nimmt die Menschen an Bord und wird sie nach Italien bringen. Erst in ein paar Tagen wird das Schiff wieder auf offener See Hilfe leisten können. Die Sea-Watch 2 ist zu klein, um so viele Menschen aufzunehmen. Dafür kann sie aber vor der Küste Libyens bleiben, um möglichst viele Boote in Not zu finden. Good luck. Ja, super. Also großen Glückwunsch. Es war echt super von allen Einzelnen. Wirklich toll gelaufen. Bei der Nachbesprechung im Team geht es noch einmal um die halbleeren Boote. Also letztes Jahr war es definitiv nicht so, aber ich meine, jetzt sehen wir, die Bedingungen sind ein bisschen humaner geworden. Und vielleicht ändert sich auch die Strategie. Also man weiß es ja nicht. Vielleicht hat jeder von denen auch extra bezahlt, vielleicht das Doppelte bezahlt. Vielleicht ist das First-Class-Reisebüro Garabuli 24-Meilen-Zone. Oder? Ist 2000 Kilometer nördlich, bei Berlin, bereitet sich Ruben Neugebauer auf den Abflug vor. Eine gute Gelegenheit, mit einer kleinen Pressekonferenz auf sich aufmerksam zu machen. Die Sea-Watch lebt von Spenden. Wir haben auch einiges an zusätzlicher Sicherheitsausrüstung. Wir haben hier jeweils noch mal einen Notsender mit drin, dass wir da eben gefunden werden können, relativ einfach. Geld für ein größeres Flugzeug hatte Sea-Watch nicht. Ruben glaubt trotzdem an einen Erfolg der Mission. Naja, jeder neue Einsatz ist immer irgendwie eine Herausforderung. Ich meine, bei der Sea-Watch 1, da haben sie auch alle erzählt, wir würden gar nicht auf dem Mittelmeer ankommen und da irgendwie auf der Nordsee schon untergehen. Aber wir haben es geschafft und wir haben da mit mehreren tausend Leuten das Leben gerettet. Und ich denke, mit dem Flieger machen wir es einfach genauso. Drei Tage Flug. Die Überquerung der Alpen und des Mittelmeers stehen Ruben bevor. Vor allem die Berge sind problematisch. Es geht halt hoch rauf. Und während man hier zum Beispiel überall noch irgendwelche Äcker hat, wo man landen kann, sind in Bergen eben, wenn man mal ein Problem hat, sehr schwierig, irgendwie ein geeignetes Landefeld zu finden, wenn da nicht gerade ein Flughafen in der Nähe ist. Die erste Etappe endet in den Voralpen. Die Sea-Watch hat ihre Fahrt unterbrochen. Die Schiffsschraube dreht sich nicht mehr richtig. Mitten auf dem Ozean hilft nur eins: Tauchen. Zwei der Crewmitglieder sind Rettungsschwimmer. Sie versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen. Vielleicht
könnte ganz dünn Draht oder irgendwas mit einem Haken formen. Damit rein und Ende. Mehrere Schnüre scheinen sich in der Schraube verheddert zu haben. Beschreib mal, was sieht man da? Innen drin sieht man die Welle und da sieht man innen den Kern vom Mantel aufgerollt, um die Welle. Den Kern vom Mantel? Den Kern vom Seil. Ja, das müssen wir unbedingt raushauen, wenn sich das da reinzieht, dann macht das die Dichtung kaputt. Häng da ran. Das ist das Gleiche, oder? Nö. Es sind nur dünne Schnüre. Wenn es aber mehrere sind, kann das Schiff kaputt gehen. Auf dem offenen Meer. Also ich bin einmal rumgetaucht, da ist nichts mehr. And the Golden Globe goes to... Österreich. Da schau her. Ein Schweizer Pilot, Fabio, wird Ruben auf dem weiteren Flug über die Alpen begleiten. Wir sind hier jetzt in Orthea International. Hier sind die ganzen Flugzeuge von den Richies. So. Genau das brauchen wir. Genau das Flugzeug, das wir eigentlich brauchen. Jawohl. Und das hier hingegen, das ist unsere Kiste. Ja, der Rotflug darunter ist nicht ganz ohne, deswegen haben wir hier auch ein neues Gerät noch, was wir hier einmal installieren müssen. In Österreich ist nämlich das ELT vorgeschrieben, das ist so ein Aufschlagsensor. Das ist vor allem dann relevant, wenn man aufschlägt. Das hoffen wir mal, dass es uns nicht passiert. Jetzt geht's los. Erster Flug, wa? Ja. Los geht's, ab nach Tunesien. Bam. Ja, das erste Mal mit dem Motorflugzeug über die Alpen für mich. Bin ich froh, dass der Fabio das schon öfter gemacht hat. Sonst hätte ich da jetzt wahnsinnig Respekt vor, glaube ich. Wow. Schöne Rollen. Ja, cool. Ja genau, wir müssen ja irgendwie hochkommen, dass wir die Bumperei da nicht irgendwie am Start haben, wa? Sonst wird richtig bumpy unter den Wolken. Also natürlich hat man da ein bisschen mehr Thermik, da wird es vielleicht ein bisschen ruckeliger in der Luft, aber das ist kein Problem, das kann die Maschine ab. Klar, ich bin ja Gleitschirmpilot schon länger. Ich freue mich, wenn es Thermik gibt. Thermik ist Gratis-Sprit. Das schont den Spender. Das Teil gehen wir nicht, wir gehen hier durch die fiese Lücke dahin. Hoffentlich machen wir da keinen Mikrasch. Und wir sind fünf drüber. Ja, geil! Ist auch in der Luftfahrt natürlich schwierig. Man muss sehr aufpassen, dass man nicht irgendwen dann in die Quere kommt, weil natürlich in den Bergen ist natürlich der Platz begrenzt. Dadurch fliegen halt viele in engen Korridoren und da muss man natürlich aufpassen, dass nichts passiert. Nach den Alpen können die beiden Piloten aufatmen. Endlich Zeit für ein Kaltgetränk aus dem Schlauch. Landung auf Sardinien. Letzter Stopp vor Djerba in Tunesien. Ihrer Basis für die Erkundungsflüge. Auf dem Mittelmeer hat die Crew der Sea-Watch wieder ein Flüchtlingsboot gesichtet. They are going to the refugee boat now. Das Schnellboot ist fast bei den Flüchtlingen angekommen. Da nähert sich links am Horizont in hohem Tempo ein anderes Schnellboot, direkt von der libyschen Küste kommend. Das Boot gibt sich als libysche Küstenwache zu erkennen. Was aber wollen die so weit draußen auf dem offenen Meer?
Ihr bringt das Boot nach Tripolis, ist das korrekt? Das Schnellboot der Sea-Watch muss zurückkehren. Und die Flüchtlinge? Denen droht eine Gefängnisstrafe in Libyen. Flüchtlinge, die das schon erlebt hatten, berichten von Misshandlungen und Schlägen. Das ist für die Flüchtlinge der absolute Horror, dass die libysche Coast Guard sie dort aufgreift. Wir haben ein Boot gehabt, da haben die gesagt, als sie dachten, wir seien libysche Coast Guard, lieber sterben wir hier auf dem Meer, als dass wir zurückfahren nach Libyen. Was für ein Irrsinn, was da abgeht jetzt gerade. Das ist so ekelhaft, was da abgeht. Und was glaubst du, was mit den Menschen passiert? Die gehen in den Knast. Ja, natürlich. Das ist der Horror. Das ist der absolute Horror. Illegales Verlassen des Landes Libyen. Widerlich, echt. Illegaler Grenzübertritt. Wir wissen, dass die Küstenwache dieses Jahr anders aufgestellt ist als letztes Jahr. Letztes Jahr, bin ich der Meinung, gab es gar keine. Heute gibt es so etwas, was die Italiener Self-Styled Libyan Coast Guard nennen. Keiner weiß genau, zu wem gehören die, zu welcher Regierung gehören die gerade, zu welcher Miliz gehören die gerade. Alle geben sich Mühe, jetzt der EU zu zeigen, guck mal, wir fischen euch die Flüchtlinge weg, gebt uns das offerierte Geld, was ihr zum Verteilen habt, gebt uns die Waffen, gebt uns die Boote. Und dann passiert sowas. Ich möchte nicht in der Haut eines dieser Menschen gesteckt haben, die die Libyer uns gerade vor der Nase weggefischt haben. Das Schlauchboot ist platt jetzt. Ja. Kleidung. Alles Klamotten, ja. Das Ende einer Hoffnung. Viele Flüchtlinge müssen sich in Libyen aus dem Gefängnis freikaufen. Wer kein Geld auftreiben kann, und das sind die meisten, verbringt dort Wochen und Monate. Lass uns nur ganz kurz machen. Wir waren alle jetzt genug in der Sonne. Einmal kurz zum Brainstorming, was ist da passiert, was haben wir da gesehen? Wir sind losgefahren, hatten einen Sichtkontakt mit dem Schlauchboot und nach 2 Minuten haben wir dann das Schnellboot gesehen. Aber total scheiße, dass wir da nichts machen konnten. Ne? Dass man, wir hatten natürlich gehofft, dass die nochmal irgendwie ein bisschen Gnade haben und dann sagen, ja okay, ihr könnt die abbergen, aber war nicht. Ja, als wir es gerade noch mal beim Schlauchboot waren, war halt traurig. Also. Ja. Djerba im Südosten Tunesiens. Von diesem privaten Flughafen aus soll das Sea-Watch-Flugzeug zu den Missionen vor Libyens Küste aufbrechen. Doch es gibt Probleme. Der Flieger steckt im Zoll fest. Und Ruben hat noch keine Fluggenehmigung von den Behörden. Willkommen in Paris. Bonjour. Willkommen in Germany, in Paris. Bonjour. Bonjour. Gemeinsam mit einem Kollegen trifft Ruben den Besitzer des Flughafens. Der will den beiden helfen, die fehlenden Papiere zu besorgen. Wir beide fahren jetzt nach Tunis. Dann können wir alles in Ruhe besprechen. Ruben hatte gehofft, die Formalitäten spontan vor Ort klären zu können. Das war vielleicht naiv. Ja, ist natürlich ein bisschen komplizierter als geplant, aber ich denke, es ist normal, dass sowas immer ein bisschen dauert mit den Papieren. Wir hoffen jetzt, dass wir in Tunis die Papiere dann endlich bekommen, dass wir auch endlich loslegen können und hoffen, dass wir uns dabei nicht über den Tisch ziehen lassen. Mal schauen. Ciao. Auch auf der Sea-Watch stockt die Mission. Nach den vielen Einsätzen der ersten Tage dümpelt das Schiff nun über den leeren Ozean. Weit und breit nichts zu sehen. Viel anstrengender finde ich es eigentlich jetzt, seit den 2 Tagen, wo man einfach ja nichts zu tun hat und sich eigentlich nicht sicher ist, sind Boote losgefahren oder nicht, finden wir sie einfach nur nicht.
dieses quälende Nichtstun und Ausguck halten und ja, einfach keine Gewissheit haben, ob wir jemanden verpassen. Wäre doch der Flieger schon im Einsatz. Warum schenkt ihr uns kein Bier? Parkverrat, Parkverrat, wir sind doch schon seit gestern hier. Parkverrat, Parkverrat, ihr wollt mich auf der Bühne brennen. Parkverrat, Parkverrat, wie könnt ihr euch nur Parkverrat nennen? Parkverrat, Parkverrat, wann löst ihr euch endlich das auf? 97, wart mich drauf! Ist das noch cool, ist das noch Punk? Wir haben eine eigentlich optimale Situation für Flüchtlinge gehabt, die Küste zu verlassen. Aber warum heute zum Beispiel keine Gefahren sind, das lässt sich nicht erklären. Aber es ist eben so, wir müssen ja auch nicht jeden Tag ein Boot finden. Wir haben ja hier irgendwie nicht einen Anspruch drauf, ein Boot zu finden, damit wir keine Langeweile kriegen, sondern das sind Sachen, die müssen wir eben auch aushalten und uns dann trotzdem umschauen und gewissenhaft den Horizont scannen. Nicht? Das ist ja kein Unterhaltungsturn, den wir hier machen sollen. Das hat ja auch was Gutes. Wenn wir keine Boote sind, sind keine Menschen in Seenot. Auf Djerba hat Ruben endlich den Sea-Watch-Flieger durch den Zoll bekommen. Doch eine Erlaubnis für seine Erkundungsflüge hat er immer noch nicht. Wir haben alle möglichen Hebel in Bewegung gesetzt, um das irgendwie zu erlangen, aber bisher haben die einfach nicht reagiert. Also die haben uns weder eine Zu- noch eine Absage im Moment gegeben. Wir sind da weiter dran. Waren die vielen Stunden der Vorbereitung vergeblich? So. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Na, wie läuft's? Zwei Ziele. Können wir uns noch anziehen irgendwie? Oder? Ja, ich dachte, wenn Alarm ist, gleich hoch, oder? Ja, eigentlich schon. Es gibt ein Gummiboot, das sind 125 Leute da drin. Das Boot schwimmt, das Boot fährt. Wir fahren jetzt zu dieser Position, sie liegt ungefähr 7,5 Meilen von uns entfernt. Es gibt keine Auskünfte darüber, ob es irgendwie Tote oder Verletzte an Bord gibt. Gut. Okay. Du bist Chef? Okay. Wie üblich fahren die Schnellboote mit den Rettungswesten voraus, um die Lage zu erkunden. Dieses Boot kann noch fahren, weiß aber offensichtlich nicht, ob Rettung naht oder die libysche Küstenwache. Ein Stück entfernt, ein weiteres völlig überfülltes Boot. Auch diese Flüchtlinge bekommen erstmal Rettungswesten. Da sind 140 Leute auf dem Boot. Ich hätte schwören können, als wir 121 gefunden haben, da passen nicht mehr drauf. Aber nee, es ist jetzt so. Das ist abartig. Stretch-Limousine. Fast 3000 Flüchtlinge sind allein dieses Jahr schon vor Libyens Küste ertrunken. Wisst ihr, was euch in Europa erwartet? Habt ihr eine Vorstellung davon? Die wissen noch gar nichts, was sie erwartet. Nur die Hoffnung, dass sie ein besseres Leben haben als in Libyen. Keine Familie in Damaskus ist in der Lage, in einen Airbus zu steigen, nach Frankfurt zu fliegen und dort um Asyl zu fragen. Diese Möglichkeit gibt es nicht. Oder Afrikaner sind nicht in der Lage, durch das EU-Abkommen mit den Fährgesellschaften auf eine Fähre zu gehen und einfach diese Strecke für 120 Euro nach Spanien zu fahren. Nein, das geht nicht. Zwei völlig erschöpfte Männer werden an Bord der Sea-Watch gebracht. Nee, wir müssen den zusammennehmen. Welcome on board.
Und wir tragen ihn mit dem Stuhl da rein, dass er aus der Sonne raus ist. Okay. Die zu den benutzten Westen. Okay. Now we wait a little. Die anderen müssen in der sengenden Hitze ausharren. Warten, bis ein Schiff kommt, das sie aufnehmen kann. Neben der medizinischen Versorgung geht es auch darum, die Menschen zu beruhigen. Hier seid ihr erstmal sicher. Dieser Mann hat vielleicht Malaria oder, noch schlimmer, weil ansteckend, Hepatitis E, eine Form der Gelbsucht. Der Arzt Robel Haile Mariam versucht zu klären, was mit dem Kranken passieren soll. Dieser bakterische Patient, also der mit der Gelbsucht, hat das Ganze ein bisschen verkompliziert, ohne dass es natürlich seine Schuld ist. Aber da wollen die italienischen Behörden in jedem Fall ausschließen, dass es sich eventuell um einen infektiösen Patienten handelt, sprich um einen Hepatitis E-Fall. Yes, C12 speaking. Das Seenotrettungszentrum in Rom hat die Aquarius, ein Schiff von Ärzte ohne Grenzen, geschickt. Die leitende Bordärztin will sich ein Bild von der Lage machen. Welcome on board. Thank you. My name is Erna. Michael, hi. Hi, I'm Robert. Über Funk wurde die Ärztin über den Zustand der Patienten informiert. With fever and diarrhea. So the request is if I can have a look at the patient and if we can do the test again. Stunden verstreichen, bis endlich ein Ergebnis vorliegt. Hepatitis E. Die Aquarius hat gesagt, nee, mit Gelbsucht, den können wir erstmal nicht nehmen. Und wir können dann das ganze Boot nicht nehmen, weil wenn der eventuell Hepatitis E hat, dann die hygienischen Bedingungen auf dem Boot sind ja desaströs. Dann müssen wir davon ausgehen, dass die alle potenziell damit in Kontakt gekommen sind. Wann haben wir die getroffen? Um 5, 6? Das sind jetzt 7 Stunden. Seaward 2, Tender 1. Ja, Seaward. Das Salzwasser, das ist bestätigt und wird wohl mehr, sagt Lukas. Da kommt jetzt gerade so ein bisschen Unruhe rein. Alles klar, verstanden. Wie ist der Gesundheitszustand an Bord? Gemischt. Einer ist am Hyperventilieren und da ist die Hand gerade dran. Ja, da sind einige, ich sag mal, die werden jetzt der Reihe nach ausfallen. So, ist meine Vorhersage. Zwei weitere Menschen kollabieren. Und noch immer keine Entscheidung von der Seenotrettungszentrale in Rom, was mit den Flüchtlingen passieren soll. Die Situation auf dem Flüchtlingsboot wird schlimmer. Immer mehr Menschen kollabieren. Die müssen wir da rausholen. Außerdem kommt Wasser ins Boot. Die Leute bekommen Angst. Wir brauchen eine Entscheidung. Inzwischen gleicht das Achterdeck einer Krankenstation. Ein irisches Militärschiff ist endlich vor Ort und schickt seine Boote. Die eigentliche Aufgabe der hier kreuzenden Fregatten ist die Bekämpfung von Schleppern. Doch auch für Rettungseinsätze und Infektionsgefahren sind sie gerüstet. Da die Sea-Watch als erste vor Ort war, übernimmt sie die Koordination der Bergung. Ich finde, die machen das sehr gut. Die haben das im Griff. In dem Moment, wo es Stress gibt, machen die es genauso wie wir. Die fahren ein Stück weg und sagen, okay, geht nur, wenn ihr mitarbeitet. Die fahren mit dem Bug ran. Von beiden Seiten. Scheiße, deutlich besser vorbereitet als die Italiener. Ja, sie machen es gut. Inzwischen hilft das Militär häufiger als früher bei der Rettung von Flüchtlingen. Im Vergleich zum letzten Jahr ist es wirklich deutlich merkbar, dass die Marine sich beteiligt. Ich meine, im letzten Jahr haben die sich einfach gar nicht bemerkbar gemacht. Die waren teilweise 2 Meilen entfernt und keine Ahnung was. Haben nichts gefunden, gar nicht. Die Hilfsorganisation und das Militär arbeiten bei diesem Einsatz reibungslos zusammen.
Als die Sea-Watch vor einem Jahr mit einem rostigen Kahn als Underdog auf dem Mittelmeer auftauchte, gab es das noch nicht. Friends, thanks a lot. You did a very, very good job. You're very sensitive, very calm. Thanks a lot. Als letztes werden die Kranken verladen. Während des Einsatzes funktioniert jeder. Zeit zum Nachdenken ist erst danach. Wenn man stundenlang mit den Leuten irgendwie zusammen ist und ständig mit denen redet, das ist schon emotional. Der eine hat gerade geweint. Ja, wie es dann für die weitergeht. Ja, ich meine, wir wissen, wie es dann wahrscheinlich läuft. Die wissen das ja gar nicht so richtig. Ich glaube, die haben große Hoffnung und da kann man denen nur viel Glück wünschen, dass es denen gut ergeht. Der Behandlungsraum und das Achterdeck werden desinfiziert. Am Ende eines langen Tages fällt die Spannung vom Team ab. Der Ingo hat heute voll den Entertainer gemacht. Das wäre Schwerstimmung auf dem Boot. Dafür gehe ich jetzt. Ich wollte euch nicht beleidigen. Das war für mich was Besonderes, weil das war das erste Migrant-Boot, was ich erlebt habe, was noch einen funktionierenden Motor hatte und von uns eigentlich tendenziell eher weggefahren ist. Und in der Zwischenzeit haben wir schon mal fleißig gewunken und die haben dann auch zurückgewunken. Und dann starten sie Weichen da und dann sind sie weitergefahren. Also meine Lieblingsszene war heute, als wir den ersten völlig entkräftet, der konnte ja nicht mal mithelfen, als er aus dem Boot kam, an Deck geholt haben. Den haben wir auf den Stuhl gesetzt, dann haben wir ihm was zu trinken gegeben und 3 Minuten später macht er und Uwe und ich sind sicher, er wollte eine rauchen. Das war der mit der Lungenentzündung. Ach, ja. Vielleicht hat er aber auch Hunger gehabt. Nee, das war. Mein Halseimer vermisse ich noch. Ruben Neugebauer ist inzwischen auf dem Flughafen von Malta. Weil es auf Djerba nicht weiterging, ließ er den kleinen Flieger zurück. Zusammen mit 2 Schweizer Piloten hat er ein Charterflugzeug gemietet. Jetzt ist gerade die Hölle los auf dem Mittelmeer und deswegen haben wir gesagt, da können wir jetzt nicht noch länger auf eine Genehmigung warten. Und aus dem Grund haben wir jetzt einfach gesagt, wir müssen irgendwie weiterkommen und haben jetzt den Flieger hier an den Start gebracht. Aber ja, Djerba hat jetzt nicht geklappt. Müssen wir halt weitermachen. Pilot Walter Frey übernimmt das Steuer. Denn diese Maschine darf Ruben nicht selbst fliegen. Das Team will in den nächsten Tagen mehrere Testflüge machen und schauen, ob die Mission auch von Malta aus durchgeführt werden kann. Fast 1,5 Stunden sind es bis ins Zielgebiet. Das kostet Zeit und Geld. Ohne zu wissen, ob sie überhaupt helfen können. Doch es zeigt sich, diese Sorgen waren unbegründet. Ja, krass. Erster Testflug und dann gleich mehrere Boote. Ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Ja, ist schon cool jetzt zu sehen, was wir hier für eine Übersicht haben aus der Luft einfach. Da können wir halt echt nochmal eine Lücke schließen in der Koordinierung von den Rettungseinsätzen. Das ist ja das, was wir immer gehofft haben. Doch es wird erstmal nicht dazu kommen, dass Ruben diese Lücke schließen kann. Die Sea-Watch ist auf dem Weg in den Hafen. Alle Hilfsorganisationen kehren an diesem Tag in ihre Heimathäfen zurück.
Ein Schiff von Ärzte ohne Grenzen wurde von einem libyschen Schnellboot überfallen. Die Angreifer haben das Schiff der Ärzte geentert und mehrmals geschossen. Die Crew blieb unverletzt, auch weil sie sich in einem Sicherheitsraum verschanzen konnte. Die Sea-Watch 2 hat keinen Sicherheitsraum. Zur Krisensitzung kommt auch Ruben, um die Lage zu erörtern. Ich meine, wir sind uns klar darüber, dass so ein fahrendes Objekt immer Angriffsflächen bietet. Klar. Das ist ganz klar. Das werden wir nie ganz ausschließen können. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass es keinen Grund gibt, irgendwie in Hysterie zu verfallen und irgendwie so zu tun, als wenn wir jetzt hier jeden Tag groß gefährdet sind. Ich meine, man muss sowas natürlich immer ernst nehmen. Panik ist nie ein guter Berater, gerade wenn es heftig wird. So. Da ist eigentlich wichtig, dass man mal wirklich nüchtern betrachtet, was ist eigentlich wirklich jetzt passiert und was sind unsere Möglichkeiten. Wie können wir Sachen, die wir bisher vielleicht ein bisschen vernachlässigt haben, ein bisschen sicherer machen? Also, dass wir uns enger vernetzen, ist ganz klar. Dass wir gemeinsam nachts übernachten, ist klar. Dass wir ein wesentlich stärkeres Augenmerk aufs Radar legen werden. Das ist ganz klar. Weil übers Radar kriegen wir dieses alles mit einer relativ großen Vorlaufzeit. Guck mal, das sind die Steuerkabel hier vom... Das Schiff muss umgebaut werden. Stahltüren sollen verhindern, dass jemand gewaltsam eindringen kann. Und die Kommunikationssysteme müssen verbessert, Notfallpläne erstellt und eingeübt werden. Wie aber gehen Sie mit Ihrer Angst vor einem Angriff um? Mir ist es unheimlich wichtig, dass wenn wir weiterhin operieren, dass wir nicht wie das Kaninchen vor der Schlange hier an Deck sitzen und 24 Stunden irgendwie schlotternd in der Ecke sitzen. Es ist schon so, dass wir sehr, sehr gewissenhaft mit der Sicherheit der Crew und der Sicherheit des Schiffes umgehen. Nach über 4 Wochen im Hafen bricht die Sea-Watch wieder auf. In das in diesem Jahr tödlichste Seegebiet der Welt. Rubens Flieger auf Java ist dagegen noch immer am Boden. Aber er ist optimistisch. Irgendwann wird sich auch dieses Problem lösen lassen. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg.